Herzlich willkommen zu den Daily News auf STV24, heute mit einem Sony-Event. Olli, du bist ja wieder da. Ja, ich bin wieder da, einem Sony-Event. Wie gut ist das denn? Ark Survival Evolved DLC, Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered, das ich mir in L.A. die vergangenen Tage angeguckt habe, und den PlayStation 4 Elite Controller. Richtig, wir fangen an mit dem Sony-Event, hat ja schon mehrfach in den letzten Tagen darüber gesprochen. Nochmal für alle, die irgendwie unter einem Stein gelebt haben oder im Flugzeug saßen und davon nicht so viel mitgekriegt haben. Ah ja, die Vorankündigung war ja, das ist ja schon seit Monaten bekannt jetzt eigentlich ne? Dass schon heute dieses Event stattfindet, heute Abend, auf genau. Das alle warten, wo Ankündigungen getroffen werden könnten. Genau. Also wir beide, wir rechnen da schon irgendwie auch mit neuer Hardware, also der Slim mindestens, vielleicht auch der PS4 Neo, dann gab es ja Gerüchte zu Red Dead Redemption von Rockstar, also zu was Neues von Rockstar. Halt richtig geil, ey. Eine Remastered-Version oder vielleicht sogar Cross-Cross Red Dead Redemption 2, das wäre halt auch sehr, sehr geil. Müssen wir dann sehen. Ab 21 Uhr haben wir halt einen Livestream hier auf der Webseite, könnt ihr euch dann anschauen. Auf unseren Webseiten könnt ihr das sehen. Und dann haben wir natürlich auch sämtliche Trailer und Videos. Das kommt dann natürlich alles auch direkt in eure App und morgen machen wir dann Diskussionsrunden und so weiter und so fort. Also rekapitulieren das alles mal. Sprechen da morgen drüber. Ob das sich jetzt der Hype gelohnt hat oder ob da nur heiße Luft bei rumkam, ne? Das kann natürlich auch sein, ne? Dass das Ganze halt irgendwie überhaupt nicht gut wird. Ja, Sony bauscht monatelang die Vorfreude auf. Ja, und dann und so. Dann, ja. Ja, wir haben ein neues Netzteil. Genau. Angekündigt. Ark Survival Evolved, ein sehr, 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 sehr tolles Spiel mit einem noch tolleren DLC. Na, nicht wirklich. Ein Bezahl-DLC, Scorched Earth, ist ja erschienen. Das Problem daran ein bisschen, es erscheint ein DLC zu einem Spiel, was eigentlich noch gar nicht fertig ist, denn Ark Survival Evolved ist ja immer noch im Early Access Stadium. Ja, also wie erwartet hat das natürlich für Ärger in der Community gesorgt. Das Ganze äußert sich dann immer darin, dass halt die User-Bewertung bei diversen Plattformen für Ark Survival Evolved in den Keller geht. Ja, also die Leute machen sich da ihrem Frust quasi irgendwie Luft. Was ja jetzt auch nicht so gerechtfertigt ist eigentlich, aber eigentlich nachvollziehbar. Eigentlich nicht. Das ist, also eigentlich ist es auch der falsche Weg, finde ich. Total. Weil es endet ja nichts an der Qualität des Spiels, genau. Die DLC-Politik. Aber irgendwie muss man sich ja wehren. Und was vor allen Dingen auch kritisiert wird, ist, dass Ark Scorched Earth nicht vom Hauptspiel abgeschottet ist. So ist es beispielsweise möglich, gezähmt Drachen in die alte Welt zu transferieren, was dann quasi so als Gamebreaker auch wahrgenommen wird. Auf PvP-Servern auf jeden Fall, wenn du da mit High-Level-Dinos dann ankommst und alles plattstampfst, dann schon. Aber viele spielen es ja auch einfach nur so als Survival-Erfahrung, einfach um irgendwie eine kleine Base aufzubauen, ein paar Dinos zu zähmen etc. Ja, auf Steam hat sich Studio Wildcard, der Entwickler, jetzt zu dieser Kritik an dem DLC geäußert. Wollen wir das mal vorlesen, wie sie sich denn geäußert haben? Unsere ursprüngliche Vision für Ark beinhaltete schon immer die Schaffung von Erweiterungen, die auf derselben Infrastruktur und technischen Basis fußen sollten, um einen reibungslosen Datentransfer zwischen verschiedenen Arcs zu ermöglichen. Wir sind überzeugt davon, dass es besser ist, damit schon während der Early Access Phase zu beginnen, als erst nach der finalen Veröffentlichung. Das meinen sie halt, ne? Genau. Damit, angesichts der erheblichen Risiken, die es bergen würde, wenn wir das nicht richtig umsetzen können. Ja, das ist alles wunderbar, klingt auch ganz toll, aber trotzdem hätte man das Ding ja auch kostenlos veröffentlichen können, ne? Ja gut, ist eine Strategieentscheidung. Ich will mich da auch nicht groß einmischen. Ich bin auch nicht so der Arc-Spieler. Du hast es sehr viel gespielt. Ich habe sehr viel gespielt. Das ist ja auch so dein Ding. Aber es ist jetzt nichts, wo du jetzt sagen würdest, du willst von Arc nichts mehr wissen. Nee, nicht aus so einem Grund. Es gab ja auch so eine King of the Hill-Variante, die dann, also so ein PvP-Ding, was dann auch als Add-on rauskam, was irgendwie auch einen anderen Client benutzt hat, was ich auch nie gespielt habe. Irgendwie, mir geht es da eher ums chillige Base-Bauen. Ja. Also, wir können festhalten, die feine Englische ist das sicherlich nicht mit dem DLC. Und Wildcard, die, glaube ich, die wissen da auch, dass das nicht jeder mag, aber sie machen es. Ja, sie müssen es sich auch irgendwie finanzieren. Das ist halt auch immer der Nachteil an sowas. Ich meine, Ark hat recht viel Geld eingespielt damals bei Release, war ziemlich erfolgreich, auch monatelang in den Steam-Top-Listen anzutreffen. Aber gut, mal schauen, was Studio Wildcard dann so macht draus. Genau, ja, so viel zu Ark. Jetzt kommt eine Nachricht, die ein paar Leute von euch sicherlich ein bisschen auf die Palme bringen könnte. Es geht um Call of Duty 4 Modern Warfare. Wir haben ja darüber gesprochen, beziehungsweise du hast es ja auch gesehen, ne? Genau. Die Remaster-Version auf diesem Event und so. Freuen sich alle drauf, aber es heißt, dass die deutsche Version von Modern Warfare Remastered dieselbe Spielerfahrung bieten soll wie die deutsche Originalversion von Call of Duty 4 Modern
Warfare. Klingt jetzt erstmal so, ja, okay, ne, würde ich jetzt auch erwarten. Allerdings heißt das auf Deutsch, dass diese Version eben nicht uncut, sondern in einer geschnittenen deutschen Version erscheinen soll, wie eben das Original damals auch. Genau, die Schnitte sind jetzt nicht so mega dramatisch. Das muss man vorweg sagen, da kann man gut mit leben. Das Spiel wird dadurch irgendwie nicht schlechter oder so. Es geht einfach darum, dass der Arcade-Modus entfernt wurde damals. Da wurden dann Abschüsse mit Punkten belohnt. Ja. Das war halt ein bisschen zu hart für den deutschen Markt. Und außerdem fehlt in der Mission 11 namens One Shot, One Kill sämtliches Blut, wenn der Protagonist mit seinem Scharfschützengewehr den Arm von Bösewicht Zakaev abtrennt. Zakaev. Ja, das ist ja diese ganz ikonische Mission von Modern Warfare. Genau. Ne? Diese Tschernobyl-Mission, die sollte man auf jeden Fall mal erleben. Furchtbar alberner Schnitt, muss man auch jetzt mal sagen total. Dazu. Also. Aber wurde natürlich gemacht, weil damals hätte das Ding sonst keine Freigabe bekommen. Die Frage ist jetzt heute, also wenn man sich heute so anguckt, was denn die USK freigibt an Spielen, da merkt man ja auch, es hat sich so ein bisschen was verändert. In der, also so Schnitte und sowas, das ist ja auch immer so eine politische Geschichte, ein bisschen wie so der politische Wind gerade weht momentan. Da ist es okay, wenn Spiele vielleicht mal ein bisschen zünftiger daherkommen oder so. Jetzt vielleicht nicht komplett menschenverachtend sind, aber ein bisschen zünftiger daherkommen und sowas. Und jetzt frage ich mich, ob nicht Activision das Ding einfach hätte mal neu einreichen können, diese Remastered-Version. Vielleicht wäre es ja freigegeben. Vielleicht haben sie es auch versucht. Und es wurde nicht freigegeben. Ja. Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Wir haben bei Activision angefragt. Wir hoffen, da kommt dann noch ein Statement. Es hat auch noch einen ganz entscheidenden, es bringt noch einen ganz entscheidenden Nachteil mit, geschnittene Fassung. Ihr könnt es nämlich nicht auf Englisch umstellen. Es wird nur die deutsche Tonspur unterstützt dabei. Das ist auch bitter, weil viele Leute spielen natürlich auch gerne im Original solche Spiele und das geht jetzt auch nicht. Also für mich ist das schon so ein Punkt, wo das Ganze so ein bisschen an Attraktivität verliert. Das muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und wir sind mal gespannt, ob da noch irgendwelche Infos kommen von Activision und ob das dann noch ein großes Thema ist. Wie gesagt, das muss man auch nochmal deutlich sagen, das Spiel wird dadurch nicht schlechter. Es ist immer noch ein großartiges Spiel. Ich habe, glaube ich, damals auch die Cut-Version gespielt und ich habe das auch nicht vermisst in irgendeiner Form, ja. So. Wie auch, wenn du es nicht anders kennst. Wie auch. Für mich würde eher ärgern, dass die englische Sprachversion das ist. Das ist richtig, ja, weil damals noch in der Zeit auch diese Synchronisation noch nicht so berauschend war bei den Call of Duties und ich mich so recht erinnere. Es kommt alles immer so ein bisschen plump rüber, wie die mächtigen Soldaten da miteinander reden. Ja, man wird es eben sehen. Werden wir im Auge behalten, auf jeden Fall. Gestern kamen wir völlig überraschend übrigens, das hast du wahrscheinlich auch noch gar nicht mitgekriegt, da ist ein Bild aufgetaucht, auch in einem Shop von einem PlayStation 4 Elite Wireless Controller. Doch, das ist tatsächlich bei mir angekommen. Ist bei dir angekommen, kann man für 75 Euro kaufen. Als ich das Ding gesehen habe, dachte ich erstmal, sieht ja genauso aus wie der Xbox-Controller. Ja, genau. Das dachte ich mir auch, ja. Ist kein offizielles Sony-Produkt, das muss man dazu wissen. Das ist ein Drittanbieter-Produkt. Sieht halt wirklich völlig so aus wie der Elite-Controller, falls ihr den schon mal gesehen habt. Mit diesen Pedals hinten dran und das Drehkreuz ist halt jetzt ein bisschen alles ziemlich futuristisch. Futuristisch und so weiter. Keine Ahnung, ob das Teil halt was taugt. Also man kann jetzt nicht sagen, boah, bestellt euch das sofort, weil ihr braucht das. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ganz großer Mist. Es gibt ja auch noch andere Anbieter von so Profisport-Controllern, zum Beispiel SCUF jetzt mal als Beispiel. Da kosten die Dinger aber halt deutlich mehr als 75 Euro. Die sind aber halt auch, haben wir den Ruf, halt solche Profi-E-Sport-Geräte zu sein. Ob es das jetzt als Äquivalent für 75 Euro dann das Gleiche hergibt, das steht halt groß im Raum, aber ich benutze solche Dinge eh nicht. Ich bin froh, wenn ich mit einem normalen Controller irgendwas hinkriege. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn heute so in der Pipeline? Heute so in der Pipeline? Wir haben es vorhin schon gesagt, heute Abend natürlich um 21 Uhr der Livestream, alle Infos. Es gibt heute Abend auch einen Apple-Livestream. Da rechnet die ganze Welt damit, dass das iPhone 7 angekündigt werden könnte. Auch dazu werdet ihr selbstverständlich alle Infos bei uns finden. Zur Veranstaltung heute Abend gibt es auch noch ein Kristallkugel-Video. Ich habe mir gestern einen Kameramann geschnappt, bin nach oben gegangen in unser Redaktionsbüro, wo die ganzen Redaktionen sitzen, und habe mir zum Beispiel den Fischer geschnappt und den Wolfgang Fischer, den Chefredakteur PCGames.de, oder den Thomas Settlack, den Chefredakteur Games Aktuell, und den Lukas Schmid, den Godfather PlayStation 4. Den Godfather of Zelda. Godfather of Zelda, und habe die mal gefragt, was die denn denken, was da heute Abend kommt. Ein paar interessante Sachen. Du hast quasi die Wirtschaftsweisen konsultiert.
Die Wirtschaftsweisen. Dann WoW Legion ist ja wieder jetzt ein riesiges Thema. Viele alte WoW-Spieler sind zurückgekehrt zu World of Warcraft, wie es eigentlich bei jeder Erweiterung ist. Nur diesmal sollen es halt richtig viele sein. Es ist auch so eine Companion-App erschienen. Genau. Die, wo du halt wirklich dann auch mit deinen Charakteren was machen kannst und so weiter und so fort. Das wird vorgestellt bzw. diskutiert von den BAFT-Experten Susanne Braun und Veronika Maucher. Auch da kommt eine Diskussionsrunde heute. Und dann erscheint Star Trek Online für Konsolen. Auch da wollen wir reinschauen, auch mal so ein bisschen was anderes wieder zeigen euch, was ihr vielleicht nicht so auf dem Schirm habt. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Reisebericht von Olli. Mein Reisebericht. Wie war es eigentlich? War cool? Es war ein sehr, sehr geiles Event. Ich war ja jetzt die letzten Tage auf der Call of Duty XP in Los Angeles. Hab mir Call of Duty Infinite Warfare im Multiplayer gegeben, den Zombie-Modus gegeben, Modern Warfare Remastered. Auch im Multiplayer. Ja. Hab Lasertag gespielt, hab Paintball gespielt und das alles über ein Wochenende verteilt, was mich dann auch körperlich ziemlich angeschlagen zurückgelassen hat, wie manch einer vielleicht gerade merkt. Deswegen müssen wir das auch bald beenden, weil... Genau, ja. Und da seht ihr dann natürlich meine Eindrücke von diesem Event. Ihr habt ja schon Vorschau-Videos gesehen zu den einzelnen Multiplayer-Modi, habe ich ja schon welche gezaubert nach Deutschland. Leider war das mit der Internetverbindung nicht ganz so gut da drüben, wie wir erwarten eigentlich. Aber naja, gut, da kommt halt mein ausführlicher Reisebericht erst jetzt die Tage. Aber ist auf jeden Fall sehenswert. Ich glaube, der wird sehenswert. Ich wurde angeschossen, so viel kann ich mal verraten. In L.A. Mit einer Paintball-Gun. Also das hättest du jetzt nicht verraten sollen. Das hättest du jetzt nicht verraten sollen. Aber das wäre zu Clickbait gewesen. Das wäre zu Clickbait gewesen. Ich hoffe, ihr schaut trotzdem bei uns rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut.